Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, es ist Donnerstag heute. Donnerstag zwar, trotzdem machen wir heute auch Donnerstag zum Magic-Tag. Alles ist möglich in der Welt von Magie, Zauberei und Fantasiewesen. Und deswegen heiße ich euch ganz herzlich willkommen, liebe Donnerstags-Zuschauer, die euch denken, Moment mal, was? Magic the Gathering? Wer spielt das denn noch? Ja, ich spiele es immer noch. Und das tatsächlich jede Woche, immer freitags. Aber da morgen Feiertag ist, ziehen wir das heute natürlich vor. Wir machen heute den Instant, den Spontanzauber. Zack, völlig unerwartet. Und wir spielen ein kleines bisschen Magic. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es funktioniert soweit alles. Weiterhin natürlich Homeoffice, herzlich willkommen in meiner kleinen Wohnung hier. Schön, freut mich. Falls ihr ein bisschen lauscht, könnt ihr den Metallschläger hören, der mir gegenüber immer noch seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, auch ein großes Stück Metall zu hauen. Kleiner Hammer, großes Stück Metall, das macht er den ganzen Tag. Naja, vielleicht hört ihr es auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal in Magic rein. Ich habe nämlich gerade geguckt, was nämlich momentan so los ist. Denn es tut sich eine ganze Menge in der Welt von Magic the Gathering. Ganz, ganz viel ist gerade los. Unter anderem steht ein neues Set bevor. Ja, das haben die Insider von euch wahrscheinlich schon erfahren. Nämlich Ikoria steht uns bevor. Ist am 16. April, glaube ich, soll es released werden. Oder 14. April, sowas in der Ecke. Und dazu ist schon ein bisschen was bekannt gegeben worden. Da werden jeden Tag so ein paar... ich habe es immer gegoogelt. 16. April wird es released, also in 7 Tagen, genau nächste Woche. Da werde ich dann am Freitag vielleicht es schon anspielen können, freut mich auf jeden Fall. Und es werden immer wieder neue Karten released aus dem neuen Set, Ikoria. Da geht es großenteils um große Kreaturen und es gibt wieder neue weirde Mechaniken wie Mutation zum Beispiel, wo man zwei Kreaturen zu einer zusammenmorphen kann. Ja, erwartet gar nicht, dass ich das verstehe, ne? Also ganz schon mal Erwartungen managen an der Stelle. Erwarte gar nicht, dass ich das verstehe. Es ist dann eine Kreatur immer oben, die andere ist unten und die, die oben ist, legt Angriff und Verteidigung fest und die, die unten ist, gibt dann sozusagen noch ihre Fähigkeiten weiter. Aber wie genau das ist, was, wenn man die morpht, während sie Ziel eines Zaubers ist, dann so, fragt mich gar nicht, keine Ahnung. Vieles weirdes Zeug und Cycling gibt es jetzt auch wieder, das heißt, glaube ich, auf Deutsch, warte, ich habe es gerade schon mal gesehen, Umwandlung heißt es. Umwandlung 1, man kann ein Mana zahlen, um die Karte abzuwerfen, um dann eine neue Karte zu ziehen. Falls man sagt, die Karte will ich nicht, die habe ich nicht gern, die hätte ich lieber nicht gezogen und haue sie raus. Also das ist genau das Richtige für mich, der generell sein Deck relativ unhandlich baut, kann immer so sagen, ach, diese Karte war ein Fehler. Ich finde es gut, wenn die Karte dir eigentlich schon so sagt, ich bin Fehler. Ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, Fehler gewesen zu sein. Also ich biete dir die Möglichkeit an, einfach abzuhauen. Das ist, wenn du beim ersten Tinder-Date schon sagst, okay, in zwei Wochen hast du eine Möglichkeit, Schluss zu machen. Also es gibt dir jetzt schon mal die Möglichkeit. Das ist einfach, da. Ich gebe dir von Anfang an die Möglichkeit. Ich gebe dir direkt die Möglichkeit. Deswegen finde ich das immer sehr sympathisch. Die Karte kennt ihren Wert. Die weiß, wahrscheinlich haust du mich eh raus. Viele tolle Karten auf jeden Fall, die werden uns, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal alle angucken werden, aber hier könnt ihr euch die immer angucken. Und wie gesagt, Mutation, die Idee von dem Set ist, glaube ich, dass man super große Kreaturen baut, obwohl die ja gar nicht von der Toughness und Stärke werden, sondern immer noch mehr Effekte kriegen. Und von daher auf jeden Fall toll. Viele verrückte Karten, alles große Kreaturen, aber gut, ihr kennt mich, ich bin nicht der Magic-Experte. Ich kann da nichts dazu erzählen, deswegen schaut da lieber die einschlägigen Experten an, wenn ihr eine Karten-Evaluation habt. Guck mal ganz kurz zu Grün. Was da so los ist, ist eine große Katze. Verzauberte Kreatur erhält +20/+20, sehr schön. Wenn die Kolossifizierung ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. 7 Mana +20/+20, das ist doch mal eine Ansage. Das finde ich schon mal ganz schön. Ich war ja auch großer Fan von dem Meteorhammer, +10/+10, +20/+20. Ich glaube, Magic experimentiert so ein bisschen so, wie krass müssen die Kreaturen verzaubern machen, damit sie überhaupt jemand spielt. Aber +20/+20 ist natürlich nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Das weiß sogar ich als Anfänger. Und ein Haufen Spinnen mit Reichweite. Okay, da kann man dann eine krasse Kreatur Reichweite geben. Dann gibt es auch so diese Anspielungen, ne? Hier mit King Kong. Wenn er eine 1-1-Menschen hat, dann kann er irgendwas machen oder so. Also auf jeden Fall interessante Sachen. Vivien Reed ist wieder mit am Start, die ja rausgezeigt wurde. Jetzt ist sie wieder da. Den Gegner stoppen. Verwelken, zerstören Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl mit Cycle. Das ist der Chat-Moment. Das ist, wo der Chat einfach gewonnen hat und endlich auf dieser Karte, die er immer rausvotet aus dem Draft, sagen kann, okay, zumindest kannst du sie umwandeln, zumindest kannst du weghauen. Mehrfarbig, gibt's so fünffarbige Dinger wieder?
die so ganz exotisch sind. Hier drei verschiedene Farben, zwei. Ich weiß nicht, ob es schon wieder so einen weirden 5-Farben-Typen gibt. Naja, aber sieht eigentlich alles recht human aus. Den habe ich schon gesehen. Und dann genau diese Gefährtenmechanik gibt es auch noch. Die ist auch cool. Das kenne ich tatsächlich schon ein bisschen aus Hearthstone, dass manche Karten dir vorgeben, wie du dein Deck zu bauen hast. Und wenn du das tust, dann kriegst du einen bestimmten Bonuseffekt. Also hier zum Beispiel Gefährte, jede bleibende Karte in deinem Startdeck hat umgewandelte Mana-Kosten von 2 oder weniger. Das heißt, wenn du diese Bedingung erfüllst, dann hast du den Effekt Gefährte von dieser Karte und das heißt, dass du sie direkt aus deinem Deck spielen darfst. Das heißt, du musst sie nicht erst ziehen, sondern darfst sie direkt spielen. Dafür darfst du keine Karte mit 3 oder mehr Mana haben. Also ganz cool, da muss man so ganz so ein bisschen Deck drum bauen. Finde ich cool, die Mechanik, weil das hilft mir natürlich, weil ich keine Ahnung habe, wie man Decks baut. Das heißt, ich suche mir einfach so eine weirde Katze und sage, ja, dann baue ich mein Deck halt so, wie die Katze es mir sagt. Oder hier zum Beispiel Schlamm! Jetzt ist es Schlamm. Nee, was war immer Schlamm, ne? Sehr schön. Das ist mein Wesen. Um die Karte baue ich mein ganzes Deck drum. Ist ein Schlamm. Gefährte, alle Nicht-Landkarten in deinem Startdeck haben einen Kartentyp gemeinsam. Ihn eingeschlossen, oder was? Alle Nicht-Landkarten haben einen Kartentyp gemeinsam. Wie soll das denn gehen? Wie soll denn eine Hexerei und eine Kreatur einen Kartentyp gemeinsam haben? Naja, das wird sich dann alles zeigen. Das sind die Fragen, vor denen wir noch stehen. Sieht aber auf jeden Fall witzig aus. Und was ich auch gesehen habe, ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und ich habe hier gesehen, weil momentan ist wieder Theros zu draften. Ich bin ja mittlerweile großer Freund des Drafts geworden. Theros ist wieder zu draften, klassisch und normal. Oder klassisch und Ranglisten. Und es gibt jetzt auch diesen Cube. Und den wollte ich heute mal ausprobieren. Heute machen wir mal den Arena Cube. Ein Limited Event, bei dem deine Boosterpackungen einige der besten Karten von Magic Arena enthalten. So, das ist dieser Cube. Ich habe das mal am Rande mitbekommen, was genau das ist. Das ist irgendwie so ein Würfel. Da ist ein bestimmtes Kartenset drin, die jetzt, glaube ich, nicht von den normalen Sets her gemeinsam sind, sondern es ist einfach eine Box mit einem Haufen cooler Karten, die man halt cool findet. Und dann kann man mit denen draften. Und das machen wir mal. Und es ist ein Sealed, das heißt, das ist genau das, was wir wahrscheinlich auch mit Ikoria wieder machen werden, weil am Anfang vom Set gibt es immer Sealed. Dann kriegt man immer 6 Booster-Packs. Ich persönlich finde Sealed schwerer als Draft, wenn man alle Karten gleichzeitig hat. Und also das sind alle alte Karten, weil ich will natürlich alte Karten kennenlernen. So, jetzt ganz kurz nochmal zurück. Achtung, kleine gesundheitliche Ansage für euch da. Okay, sorry. Kleine gesundheitliche Ansage da draußen, kleines Statement vom Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung. Ich kenne die meisten Karten in diesem Set wahrscheinlich nicht. Das heißt, da werdet ihr jetzt viele Karten sehen und denken, wow, das ist eine der besten Karten der Magic-Geschichte. Mit der habe ich früher damals in der 8. Klasse alle fertig gemacht und ich werde sie nicht nehmen. Weil ich die Karte nicht verstehe, nicht lese, das Bild mir nicht gefällt. Verschiedene Gründe. Ich möchte euch schon mal darauf vorbereiten, jetzt eure Herzmedizin zu nehmen, jetzt euren Puls zu senken, mal tief durchzuatmen. Weil es kann gut sein, dass ich die besten Karten liegen lasse, weil ich keine Ahnung davon habe. Also ich will euch nur mental darauf vorbereiten. Nicht, dass ihr jetzt gleich da sitzt und einfach platzt, schnallt euch an. Ihr habt wahrscheinlich so einen Racing-Gaming-Stuhl, schnallt euch einfach mal an, bockt euch ein bisschen auf, lehne nach hinten, vielleicht ein bisschen Eis auf die Stirn. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber entspannt. Spannt euch einfach und ja, holt euch irgendwie so ein Beißholz oder sowas und beißt da drauf so fest ihr könnt, wenn ich einen Riesenfehler mache. Denn es geht hier, wie gesagt, um alte Karten und um krasse Karten. Es sind alte, krasse Karten und das sind meine beiden größten Feinde. Ich kann gute Karten nicht gut einschätzen und alte Karten kenne ich nicht. So, ich würde sagen, wir starten rein. Achtung, Sealed. Also ich muss mir wieder ein Deck zusammenstellen aus diesen 6 Booster Packs und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Belohnung gibt's auch. Und wir haben wieder 3 Niederlagen und in denen müssen wir so weit kommen wie immer, wie wir können, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich glaube, in Ziel können wir auch das Deck ja relativ gut umbauen. Ne? Also wenn ihr jetzt nach dem ersten Spiel sagt, waren die völlig falschen Karten, die ihr genommen habt, können wir ja relativ schnell anpassen, weil wir müssen jetzt ja nicht wie ein Draft entscheiden, welche nehmen wir und welche nicht.
Ich glaube, ich mach's mal mit Gold, ne, lieber. Oder Gold? Okay, los geht's, Freunde. Okay, alles klar. So, auf geht's. Ah, guck mal, da kennen wir doch schon einige. Riesentöter, mega gut, ist schon mal drin. Einfach, weil ich sie kenne, das ist doch schon mal schön. So, nee, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz durch, was wir so haben. Also, hier ist Weiß. So, wir haben einige interessante Karten. Ach, die kenne ich sogar auch noch. Seelenwächter, die sieht alt aus. M10, die ist aus dem Jahre 1910. Wow, das ist alt. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, erhält so einen Lebenspunkt. Aha, als Kreatur, okay, verstehe. Alles, was glänzt, Schäfer kennt man doch auch noch, Schäfer kennt man auch noch. Nicht-Kreatur-Zaubersprüche kosten eins mehr. Okay, okay, okay. Also das sind jetzt ganz weird die verschiedenen Sets durchgezählt. Ah, das ist diese Ritter-Saga, die kenne ich auch noch. Okay, wir haben schon mal einige Planeswalker am Start. Okay, wir haben Ajani, wir haben Elspeth, Rückruf, Ablöschen. Geflügelte Worte. Aha, aha. Die Mirari-Hypothese. Aha. Bringe eine Spontanzauberkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deine Hand zurück. Bringe eine Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deine Hand zurück. Immer wenn du bis zum Ende des Zuges einen Spontanzauber der Hexerei wirkst, kopiere ihn. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Wow. Für 5 Mana. Die Mirari-Hypothese. In Bolas Fängen. Verzauber eine bleibende Kreatur. Du kontrollierst die verzauberte Kreatur. Verzauberte bleibende Karte ist legendär. Aha, aha. Okay, alles klar. Faulschlammritter ist wieder mit am Start. Vertraute des Kessels. Wir machen wieder so ein Katzendeck. Ah, hier sind sogar welche aus Theros mit dabei. Okay. Phyrexianische Arena. Was ist denn das? 8? Ist es aus dem Jahr 8 oder was? Ist es aus dem Jahre 8? Zu Beginn deines Versorgungssegments ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Okay. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. So, wir haben Liliana, Geschenk des Kessels. Wir haben Liliana. Wir gucken uns erstmal die Mythics an, was wir alles so krasse haben. Wir haben Zirkus, Orakel der Dunkelheit. Schicke die oberste Karte den Bibliothek ins Exil. Du kannst die Karte in diesem Zug spielen. Ah ja, genau, so ein Ding. Liliana haben wir auf jeden Fall. Acrone War, auch schon mal nicht schlecht. Reiter der Flammen, wir haben Chandra. Die große Chandra sogar. Mhm. Goblin Verschrotter. Okay, okay, okay. Borkenhaut-Troll. Nylia. Vivians Essenzbogen. Bohnenrankenriese. Weltweite. Ah, die grünen Karten kenne ich so ein bisschen besser. Oh, wir haben die Traumfischerin. Alles klar. Wir haben den Typ. Atris. Okay, wow, das wird auf jeden Fall weird. Kasteiung, Ionisieren, Nasses Grab, Sahili, ah, die hat auch diese 1-1-Dinger. Ral, Expansion, Blutkrypta, Domri, okay, hier sind nochmal einige am Start. Und wir haben ein paar Doppelländer, Aufzuchttempel, Bernstein-Mox, Lotusfeld, sich entfaltende Wildnis, Siegelschwert, Hexenofen. Wir haben den Hexenofen und wir haben die Katze, Freunde. Wir gehen nochmal jetzt richtig 2019. Gedankenstein. Was ist das denn für ein Set? Das sieht ja mega weird aus. Opfere den Gedankenstein, ziehe eine Karte. Nyx Lotus, Wappenbanner. Siegelschwert von Valeron. Hält 2-0 und ist zusätzlich ein Typ Ritter. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, erzeuge einen angreifenden 2-2 Ritter. Ach, gar nicht so schlecht, oder? Schatzkarte? Ah, von Ixalan. Lege eine Orientierungsmarke auf die Schatzkarte, falls dann 3 oder mehr entferne die Marken. Transportiere die Schatzkarte, erzeuge 3 Schatzspielsteine. Ich erinnere mich an diese Karte. Da kriegt man die Schatzbucht. Glänzende Barriere. Das ist schon weirde Karten. So, jetzt müssen wir festlegen, welche Karten wir wollen. Okay, also Karten, von denen ich weiß, dass sie gut sind, ist Traumfischerin. Das weiß ich schon mal. Die ist gut. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. La Saft, der Vielgestaltige. Wende die Überwachung 1 an, wird zu einer Kopie einer Kreaturenkarte deiner Wahl in deinem Friedhof mit umgewandelten Mana-Kosten von X. Dass ihr Name Lasaf der Vielgestaltige ist, die zusätzlich so einen anderen Typen legendär ist und diese Fähigkeit hat. Also der kann immer eine andere Identität annehmen, okay. So, okay, was haben wir denn hier? Ist Weiß-Blau eine Möglichkeit vielleicht? Weil ich hatte jetzt auch zum Beispiel hier, wir haben Elspeth. Ajani, du hältst Lebenspunkte in Höhe an Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst, erzeuge einen 2-2 weißen Katzenkreaturspielstein. Oh Gott, immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine 1-1-Marke auf Ajanis Rudelmitglied. Oh nein, das ist so schrecklich.
Das ist so schrecklich. Der kann diese Ajanis Vorhut Leute generieren. Das ist so furchtbar. Ich glaube, wir haben ganz coole weiße Karten, oder? Riesentöter ist cool. Gefangen im Turm ist cool. Ist eigentlich alles ganz nett. Wächterin. Die ist eigentlich auch ganz nett. Drei Mana, man kriegt einen Haufen Ritter. Vielleicht kriegen wir sonst noch ein paar Ritter dazu. Wenn wir noch dieses Schwert mit reinnehmen, können wir vielleicht noch ein paar Ritter dabei. Wappenbanner. Kriegt man eine Farbe. Naja. Haben wir sonst noch Ritter drin? Ah, die sind auch Ritter, ne? Oder Rot. Ja, Rot haben wir schon auch ziemlich coole Sachen. Ich spinne einfach mal gerade so ein bisschen rum. Rot haben wir auch coole Sachen. Ja, wenn er angreift, kannst du eine Kreaturenkarte aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel bringen. Ja, aber haben wir so viele Kreaturen auf der Hand, die wir so einfach rausdödeln? Bringe jene Karte auf deine Hand zurück. Okay, sie wird nicht zerstört, sondern bringe sie auf die Hand zurück. Reiter der Flammen und Chandra. A Crone War. Ja, wir haben schon auch gute rote Karten, muss man sagen. Wir haben schon ganz gute rote Karten. Muss man schon auch mal sagen. Schwarz bin ich jetzt echt nicht überzeugt, muss ich sagen. Außer halt die Katze, aber ich glaube, die ist, da muss man echt ein komplettes Deck drum rumbauen. Aber ich glaube, vielleicht weiß-rot und mit Traumfischerin noch ein bisschen blau rein splashen. Ist das eine Idee? Was haben wir denn so an Doppelländern? Weil ich glaube, die Traumfischerin ist schon einfach das Shit. So, warte mal, was haben wir denn an Doppelländern? Wir hatten noch weiß-blau. Und Rot-Blau, eigentlich ideal. Rot-Blau und Weiß-Blau. Wenn wir Weiß-Rot mit ein bisschen Blau drin machen, ist vielleicht ganz cool. Wir hatten doch Weiß-Blau, oder? Habe ich doch gesehen. Hatten wir nicht Weiß-Blau? Wie ist das denn jetzt gemischt gerade? Das ist ja ganz merkwürdig. Ah ja, hier. Ah, das ist sogar die Goldene, die ist sogar mega stark. Das ist jetzt meine spontane Idee. Wir machen Weiß-Rot. Verhindere allen Nicht-Kampfschaden der anderen Kreaturen, die du kontrollierst, zugefügt würde. Nicht-Kampfschaden der anderen Kreaturen zugefügt würde. Okay, verstehe. Ist das stark genug? Aber ich glaube, wir haben einfach ziemlich coole rote Karten, muss man sagen. Wir tun mal alles rein, was cool ist. A Crone War ist cool. Dann Chandra ist cool. Der ist auch einfach cool. Ich weiß nicht, wie cool Reiter der Flammen ist. Wenn er ins Spiel kommt, wirf eine beliebige Anzahl an Karten ab und ziehe dann entsprechend viele Karten. Wenn er stiegt, führt ihr allen Gegnern, allen Planeswalkern, die sie kontrolliert. Ja, okay, das ist schon. Anzahl an Länderkarten in deinem Friedhof ist. Ah, okay, man kann Länder abwerfen, aber wie viele Länder werden wir überflüssigerweise in der Hand haben? Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 in Eile. Ah, das ist schon auch cool. Ja, der ist schon cool. Der ist schon cool. Da müssen wir jetzt nicht drüber. Müssen wir nicht drüber reden, dass der cool ist. Der ist cool, ist ein Fakt. Dann haben wir Blau-Rot, haben wir auch noch. Blau-Rot haben wir. Und. Wenn nicht noch ein Doppelland, das funktioniert. Lohnt es sich jetzt nur für Traumfischerin Blau reinzutun? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein Fehler. Aber irgendwie bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, so 2,5 Farben zu spielen. Das hat irgendwie im letzten Mal echt Spaß gemacht. Es hat gut funktioniert. Vielleicht lasse ich mich davon gerade so ein bisschen übernehmen. Phönix aus Asche. Ja, ich glaube, Escape zu haben ist schon auch eine coole Sache. So, haben wir denn noch was bei Blau? So eine Karte, wo wir sagen würden, die ist mega gut, die wollen wir unbedingt haben. Ist es die Mirari-Hypothese? Haben wir dafür genug Zeug? Weiß ich nicht. Weil die ist ja nur geil, wenn wir bis dahin schon eine Spontanzauber- und Hexereikarte gespielt haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich sagen, relativ gering, dass das der Fall ist. Wenn wir weiß-rot spielen, dann haben wir Bock auf Kreaturen und ballern. Deswegen sage ich nein zur Mirari-Hypothese. Die beiden, glaube ich, tun wir einfach rein, wenn die einfach cool sind.
Aber ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, noch was Blaues mit. Weil die braucht halt blau, zwei blaue Mana. Ne? Die ist halt nicht ideal, um die reinzudödeln. Wir haben nur zwei Doppelländer. Warte, jetzt muss ich mir ganz kurz nochmal die Länder. Ach du meine Güte. Unendlich viele, unendlich große Stapelkarten. Mein Gott. Das ist genau das, was man nicht will. Zur Übersichtlichkeit. Ach ja. Warte mal, blau-grün, rot-schwarz. Hatten wir nicht noch rot-blau? Ach, ich bin bescheuert, ey. Wappenbanner, wollen wir das haben? Nee, ne? Schatzkarte. Nyx-Lotos. Lotus. Was ist mit ihm? Kreaturen, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit auf Marsch 2. Bedrohlichkeit. Bedrohlichkeit und erzeugt uns einen Haufen zwei Kreaturen. Oder halt eine Vierer. Tun wir mit rein, einfach damit wir am Ende ein bisschen aussortieren können. So, ich glaube, jetzt brauchen wir noch so ein paar kleineres Zeug. Wir sind gerade sehr teuer. Wenn ihr ins Spiel kommt, bestimme eine Kreatur, die du kontrollierst. Opfere die Wächterin. Die bestimmte Kreatur hat Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. 2-1, ein Mana ist, glaube ich, solide. Wille der Götter ist auch super. Können wir immer unsere Kreatur schützen für nur einen Mana. Ist toll. Schärfer der Herde weiß ich nicht. 7 Kreaturen haben wir nur. Okay, das ist zu wenig. 7 Kreaturen ist zu wenig. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Okay, aber dafür haben wir jetzt Rot drin, dass wir einen Haufen Kreaturen noch kriegen. Drachenmeister. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du 6 oder mehr Länder kontrollierst, erzeuge ein 5-5 Drachen. What? Krieg jede Runde einen Drachen oder was? Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du 6 oder mehr Länder kontrollierst, das ist doch nicht dein Ernst. Ich krieg jede Runde einen Drachen? Nehme ich Zinnstraßenausweicherin. Ja, wenn wir können ihr das Schwert geben. Dann macht sie 3 Schaden jede Runde. Ist nicht doof. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Einser brauchen. Wir brauchen eh noch 2er, ne? Brennendes Drachenfeuer. Fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker 3 Schaden zu. Falls die Kreatur sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Ja, solide braucht man. Auch wenn wir Kreaturen eher noch brauchen, ne? Wenn er ins Spiel kommt und... Wir haben sehr viele Planeswalker, ne? Die zählen auch so halb als Kreaturen. Die meisten erzeugen ja auch Kreaturen. Elspeth erzeugt Kreaturen, er erzeugt Kreaturen. Der erzeugt Kreaturen. Also die zählen so halb. Die zählen so halb. Wenn er ins Spiel kommt und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, zerstöre ein Nicht-Standardland deiner Wahl. Wow, das gibt's auch eigentlich nicht mehr, dass man Länder zerstören kann, einfach so. Ist das denn gut für 4 Mana ein Land zerstören vom Gegner? In Zug 4? Dafür eine sehr mittelmäßige Kreatur? Boah, ist das schwer einzuschätzen, ey. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. So, wir brauchen noch vielleicht ein paar Kreaturen. Tektonischer Riese. Haben wir nicht noch weiße Kreaturen? Noch so ein bisschen was Kleines. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Mit Ajani natürlich die perfekte Kombination. Weil es heißt Kreatur, nicht Spielstellenkreatur. Ich würde sagen, wir nehmen eine rein. Ja, eine rein. Das brauchen wir nicht. Wenn ein Spiel kommt, schicke eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger ins Exil. Wenn das rätselhafte Ende das Spiel verlässt, kriegst du einen Dino. Ach, ist ein Removler, oder? Würde ich mal nicht nein sagen. Moment, wir können einfach so eine... Mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger. Okay. So, ich glaube, wir brauchen mehr Kreaturen. Brauchen wir sie? Weiß ich nicht. Brauchen wir ihn? Nein. Brauchen wir einen tektonischer Riese? Wenn er ins Riese angreift oder das Ziel eines Zauberspruchs wird, den ein Gegner kontrolliert, bestimme eines. Fügt jedem Gegner 3 Schadenspunkte zu. Schicke die obersten 2 Karten ins Exil. Du bestimmst eine davon. Du kannst sie bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Oh, man verliert aber. Ach nee, die obersten 2. Mhm.
Ja, aber 4 Mana haben wir echt schon. Wir brauchen eher was für 2 Mana. Haben wir vielleicht mehrfarbige Kreaturen noch was Cooles dabei? Was ist mit Shahili? Ist keine Kreatur, technisch gesehen. Counterspells tun wir gar nicht rein. Bringt mich gar nicht in Versuchung. Was ist mit Rahl? Schau dir die obersten 2 Karten in der Bibliothek an. Nimm eine davon auf deine Hand und lege die andere auf deinen Friedhof. Nicht schlecht, zumal wir Länder im Friedhof haben wollen. Fügt eine Kreatur deiner Wahl Schaden in Höhe der Gesamtzahl an Spontan. Ja, aber wir haben nicht so viel Spontanzauber und Hexereikarten. Sorry. Kopiere einen Spontanzauber deiner Hexerei deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger. Ein Spieler deiner Wahl zieht x Karten für x plus 4. Boah, ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Aber vielleicht ist es mega stark, weiß ich nicht. Was ist das hier? Haben wir auch. Oh, 1 Mana. Erzeuge eine 1-1 grün oder weißen Elf-Krieger-Kreatur-Spielstein. Erzeuge für jeden Kreatur einen Spielstein, den du kontrollierst, einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist. Ich meine, wir haben einige Kreaturspielsteine, ne? Wir haben hier den Drachen, wir haben Ajani, wir haben den Typen hier, wir haben Elsbeth, wir haben Ritterspielsteine, wir haben einen Dino-Spielstein. Ja, komm, oder? Zack. Was ist da? Grün haben wir nicht. Nicht Farbenblindheit. Jetzt nicht gegen Ende farbenblind werden. Das ist die große Gefahr eines jeden Magic-Spielers. Ja, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich sagen, schmeiß Blau raus. Weiß ich gar nicht, ob ihr das sagen würdet. Ich weiß gar nicht, was ihr sagen würdet. Was haben wir noch? Shahili? Was genau bringt Shahili? Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst. Also Planeswalker. Ein Artefakt deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie eines anderen Artefakts. Ach komm, wir haben keine Artefakte. Naja, wir haben ein paar bisschen Artefakte. Aber wer soll es denn übertreiben? Planeswalker sind, weiß ich nicht. Was ist das hier? Verzauber, du kontrollierst eine bleibende Karte. Ist halt Late Game, ne? Der Gegner wird wahrscheinlich auch viele krasse Mythic-Sachen haben. Vielleicht ist so eine Karte gut. Und wir haben ja so ein bisschen was, wo wir Karten abwerfen können. Das heißt, wenn wir sie zu früh ziehen, können wir sie abwerfen. Aber gerade wenn wir wissen, unser Gegner hat auch viele Mythics und so, ist das doch nicht schlecht. Das sind unsere 2 blauen Bombs, unsere 2 Wasserbomben. Mehr ist doch nicht drin. Ist noch mehr drin? So, ich befürchte, dass wir immer noch Kreaturen brauchen. Oder naja, wir haben 10. Aber ich glaube, wir brauchen immer noch 1 oder 2. Und wir haben zu viel 1, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das... Wir haben zu viel 1-Mana-Sachen, glaube ich. Brauchen wir die furchtlose Leibwächterin? Den will ich schon mal probieren. Den finde ich auch cool. Auch wenn das echt teuer ist. Obwohl, eigentlich ist der nicht so gut, oder? 1 Mana, 1-1 und dann kriegst du für 3 Mana einen grünen. Na, auf der anderen Seite mit der kriege ich dann immer Lebenspunkte. Ja, aber das ist jetzt Best Case, nicht immer vom Best Case ausdenken, eher vom Worst Case ausdenken. Worst Case ist, dass ich die Karte habe und sie nicht will und kein Mana habe, um das Zeug zu aktivieren, dann habe ich eine 1 Mana, 1-1, raus. Vielleicht haben wir auch ein bisschen arg viel Removal, oder? Gefangen im Turm, Rätsel auf das Ende. Brennendes Drangfeuer. Naja, das ist ja eine Kreatur eigentlich, ne? Also da muss man jetzt schon ein bisschen... Irgendwie die Kontrolle ist auch, Crown War ist auch gut. Da brauchen wir aber eigentlich schon mehr. Vielleicht tun wir... Na, wir können eigentlich keine Kreaturen raustun. Was ist hier? Wenn der Belagerungstruppkommandant ins Spiel kommt, erzeuge 3 1-1 Goblin-Kreaturspielsteine. Opfere einen Goblin, fügt einem Ziel in der Wahl 2 Schadenspunkte zu. Für 5 Mana, Verschrotter, andere Goblins erhalten +1/+1, zerstöre ein Artefakt, wenn du was opferst. Ah, irgendwie habe ich noch nicht, irgendwie fehlen mir noch Kreaturen. Come on, einfach noch 2 Kreaturen reinbesseln. Was ist bei 2-farbig? Was geht da? Was geht bei 2-farbig? Gar nichts. Gar nichts. 0. Opfere, die durchsuche deine Bücher nach der Standardlandkarte.
bringen sie getappt ins Spiel. Ja, das ist die Brombe auch auf jeden Fall. Was haben wir denn? 662 haben wir momentan. Das passt eigentlich, ne? Brauchen wir den Ofen? Weiß ich nicht. Komm, gib mir jetzt noch eine Kreatur, ich will spielen. Ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen. Orakel der Dunkelheit. Opfere eine Kreatur, schicke die oberste Karte der Bibliothek ins Exil. Du kannst die Karte in diesem Zug spielen. Toll, wir haben viele Kreaturspielsteine, viel, was man opfern kann. Zonk, gefällt mir. Noch eine. Eine Kreatur noch. Eine. Wer ist es? Wer ist es? Wer kriegt das Foto? Schäfer. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Zonk. Abenteuer sind gut. Oh, Leute, wir starten rein. Ich will das erste Spiel komplett ohne Feedback machen, weil ich einfach wissen will, ob es funktioniert. Okay, und danach machen wir Feedback. Chat rotiert, weiß ich, ist mir klar. Aber ich will auch mal auf mein Herz hören. Ich will auch mal das Herz auf das Herz der Karten hören. Und die Karten haben zu mir gesprochen in diesem Sealed Draft. Und haben mir eine ganze Menge Planeswalker gegeben. Und ich weiß nicht genau, ob das funktionieren wird oder nicht. Ich glaube, das Deck ist zu teuer, es ist zu langsam, aber es ist cool. Okay, wir spielen gegen den weirdesten Gegner aller Zeiten schon mal. Das ist schon mal gut. Welche Leute spielen denn dieses Cube-Draft-Ding hier eigentlich? Ja, ist das die beste Starthand, die man haben kann? Nein. Die kriege ich so schnell nicht raus. Oh, geil, wir können den zurückziehen und dann nochmal ausspielen. Das ist ja mega geil. Das ist ja eine ultra gute Kombination. Gott, bin ich genial mal wieder. Fuck it. Fuck it, wir gehen rein. Fuck it, wir gehen rein. Wir gehen rein. Nice. Sollen wir den Riesentöter schon spielen? Solange er nichts macht, mache ich auch nichts. Klassisches Datingverhalten. Solange nichts kommt, kommt auch nichts zurück. Und dann irgendwann verliert man sich aus den Augen und dann, ja. So ist es halt. Fluch sicher vor Weiß. Ich glaube, es hackt. Ist nicht dein Ernst. Fluch sicher vor Weiß. Ah, geil, Insel und Gebirge. Geilon. ja, ballern wir nächste Runde weg. Oder? Spontan Zauber. Sorry für das Geilon. Sorry, das war unbedacht. Aha, Schutz vor Weiß. Ich spiele aber auch Rot. Mein Deck ist unvorhersehbar. Batz. Mein Deck ist unvorhersehbar. Die chromatische Laterne. Länder, die du kontrollierst, haben, erzeuge ein... Achso. Alles farblos! Ach du Scheiße. Ja, unser Mana-Kafaffel wird uns jetzt zum Verhängnis. Scheiße. Aber solange er nichts macht, mach ich auch nichts. Er hat nur Crap-Kreaturen, Mann. Ich hab ein Schwein! Naja, das können wir doch mal aktivieren, oder? Erzeuge einen 2-2 Ritter gegen seinen 2-2er. Das ist doch mal okay, oder? Das ist doch mal die erste vernünftige Zug in diesem Spiel, den wir spielen können. Tja, ich spiele eine Karte und krieg zwei Kreaturen. Schlüssel? Enttappe ein anderes Artefakt deiner Wahl. Oh, da kommt irgend so eine Monster-Kombo. Eine Kreatur kann nicht geblockt werden. Da kommt irgend so eine krasse Kombo gleich, oder? Irgendwas hat er gecheckt, das ich gar nicht check. So. Due Rite. So, wir haben... Oh, warte mal. Kann ich die zurückholen oder nochmal spielen? Kann ich? Soll ich das machen? Bringe eine bleibende Karte, die du kontrollierst, auf die Hand zurück. Kostet mich ein Mana. Spiel's nochmal für... Ich habe drei weiße Mana. Das geht? Soll ich das machen? Soll ich machen? Komm, machen wir, oder? Das ist doch karteneffizient. Da wird's doch jetzt kaum noch, oder?
Wann kommen die ins Spiel? Ins Spiel kommen und nach jedem Zielsegment, okay. Das heißt, wir können erst angreifen. Stärke 4 oder mehr. Das ist keine Spontanzauber. Sollen wir angreifen? Eigentlich eher nicht, ne? Weil wir haben die Chance, dass alles gebufft wird. Am Ende. Guck mal, wir haben keine einzige Karte ausgespielt und kriegen trotzdem Kreaturen. Jetzt können wir halt nicht mehr unsere coole... Oh, shit. Jetzt können wir halt nicht mehr unsere coole Kombination machen. Zerstöre bis zu einer bleibenden Nichtlandkarte deiner Wahl. Ihr Beherrscher erzeugt einen... Achso, er hat sich selber zerstört. Verstehe. So. Jetzt können wir entweder Riesentöter hier machen. Bringe eine Artefakt-Verzauberungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. So, Riesentöter oder gefangen im Turm? Nicht fliegend. Naja, die kann er zerstören, die da kann er nichts dagegen machen. Das ist eine Spontanzauberkarte, ne? Nicht vergessen, Freunde. 3 Mana. 5 Mana haben wir. Wir können noch den Schäfer spielen. Und dann ihn vielleicht angreifen lassen. Weil vielleicht gibt er jetzt im nächsten Zug sein Mana schon aus. Bevor er... Warte. Guck mal, weil er kriegt jetzt hier was zurück, wenn er stirbt. Und wenn ich ihn jetzt töte, kriegt er direkt was, was er ausspielen kann. Wohingegen jetzt gibt er schon sein ganzes Mana aus, bevor er das bekommt und kann es dann nicht mehr ausspielen. Nicht die Lyra! Nicht die Lyra! Greift er überhaupt an? Nee. Ja, machen wir trotzdem kaputt hier. Peng, peng, peng! Peng! So, wir sind immer noch relativ limitiert in den Sachen, die wir machen können. Das will ich jetzt auch wirklich nicht drehen. 3 Rot ist schon mal eine Ansage hier an der Stelle. Wir haben jetzt, wie viel Mana haben wir? 5. Ja, da sind wir noch ein gutes Stück weg von allem, was wir machen wollen. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal an und schauen, was passiert. Alte Probleme, wenn der Magic nicht weiterkommt. Einfach mal angreifen und mal gucken. Einfach mal schön 12 Schaden machen. Zabam. Riesentöter. Ne. So, okay. Er hat noch einen Meyer's Grasp. Meyer Brothers in der Hand. -3, -3. Ah ja, okay, dann bufft er den hoch. Na gut, den müssen wir wahrscheinlich jetzt auch schon langsam im Turm gefangen nehmen. So, wie schaut es eigentlich mit unserem Mana aus? Ist da irgendwas möglich in der nächsten Zeit? Ziehen wir irgendwie Mana oder so? Rot wäre ganz cool. Blau wäre auch cool. Nein, eigentlich wäre Rot cool. Dann könnten wir 1, 2, 3, 4, 5. Könnten wir den schon spielen. Pas de bloc. Pas de bloc. Ach ja. Ah, das ist aber schlechter als Fabled Passage. Da kann man, das kann man nicht sofort machen. Okay, verstehe. Gefangen im Turm. Sollen wir das schon langsam machen oder nicht? Oder kommt da noch was Krasseres? Ist unser letzter Removal, bis wir in 7 bis 8 Runden endlich den ausspielen können? Naja, jetzt übertreib's mal nicht, Mensch. Jetzt hör mal auf mit diesen Übertreibungen. Du machst das jetzt, das heißt, du hast im nächsten Zug definitiv 6 Mana-Punkte. Damit kannst du den spielen oder das spielen. Das heißt, sollen wir ihn gefangen nehmen? Ah,
Also, zwei Möglichkeiten. Er spielt eine krassere Kreatur aus als den. Dann ist es gut, weil wir sie ja übernehmen können. Dann war es gut, dass wir ihn gefangen genommen haben. Er spielt eine kleinere Kreatur aus als der. Dann war es auch gut, dass wir ihn gefangen genommen haben, weil dann haben wir seine stärkste Kreatur gefangen genommen. Also würde ich sagen, wir nehmen den gefangen. So, wann kann ich das jetzt aktivieren? Ach, das kann ich jetzt schon machen. Dann, was brauchen wir jetzt? Blau oder rot? Wir haben schon zwei blaue. Dann nehmen wir einen roten. Ein rotes Mana. Gut. Okay. Ich glaube, aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Obwohl diese drei roten echt knallhart sind, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also da bin ich... Ja gut, das ist jetzt... Ach so, die Lyra! Die Lyra! Die Lyra! Oh nein! Oh, ich hasse diese Lyra. So, wie geht's jetzt weiter? Achtung! Jeder Gegner wirft eine Karte ab. Bringe eine Kreatur oder eine Planeswalker-Karte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Wow. So, was machen wir jetzt? Bolas Fängen. Bleibende Karte. Also können wir auch das übernehmen, ne? Wenn ich das richtig lese. Ist das denn gut? Pass auf. Was hat das für Effekte? Der Gegner wirft eine Karte, aber schon mal gut. Bringe eine Kreatur oder Plant deiner Wahl aus deinem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Naja. Geht so, sag ich mal. Geht so. Aber er hat ziemlich krasses Zeug da drin, ne? Aber allein Karte abwerfen ist schon cool genug, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mehr Karten auf der Hand. Ja, ich weiß, vielleicht war es nicht ideal, weil die Karte ja kaputt geht irgendwann, aber... Ach du meine Güte. Jetzt kommt er mit dem Zeug. Klassisches Plagiat. Klassischer Stream-Sniper. Mein Gott, Alter. Ciao. So, jetzt was wollen wir haben? Amrogat. Phönix aus der Asche. Ja, er hat nichts, was fliegend, was Ei. Haben wir gewonnen? Nee, wir haben nicht genug rotes Mana. Er hält 2 plus 2 Befreiung. Ja, das ist krass. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen eigentlich, ne? Schaden. Schaden ist das, was wir brauchen. Da haben wir die Spielsituation jetzt haarscharf analysiert und haben festgestellt, was wir brauchen, ist Schadenspunkte unserem Gegner zuzufügen. Und dann habe ich überlegt, welche Karte das am besten macht und dann habe ich die gespielt. Also, falls ihr wissen wollt, wie ich immer auf diese genialen Züge komme. Nein! Oh, 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 oh. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber nochmal richtig los, Freunde. Huhu! Batz! Oh, das ist sogar Exil, ne? Ach, das ist sein Friedhof! Ach, was? Ach, geil! Aus einem Friedhof? Ach, ich darf auswählen! Ach ja, geil. Tja, nehmen wir den, oder? Zerstöre eine bleibende Nicht-Landkarte deiner Wahl. Ihr Beherrscher kriegt was. Ist das stark genug? Nee, mach mal den, oder? Aber ich meine, er wird's eh lü... Nee, wir zerstören die! Die nervt! Hau ab! Okay, Leute, jetzt geht's los! Was soll ich spielen? Den? Wie viel Timeouts habe ich? 2. Okay, ich habe Zeit. Oh, ich trau dem nicht! Ich habe so viel... Okay. Trampelschaden, keine Eile. Ja, wenn er angreift, kriegt man was?
kriegt man sie wieder auf die Hand. Das ist geil, weil ich habe einige Kreaturen. Eigentlich nur eine. Aber die kriege ich sonst nicht raus. Tu es! Animation! Das ist ein gutes Zeichen! Oh, Kreaturen kosten 2 Mana mehr. Ich krieg die aber umsonst. Yes! Die Lyra! Das war ein guter Einfall, die Lyra zu zerstören. Nice! Ah, geil! Okay, aber es ist schon mal nicht schlecht. Ich finde, es lief okay. Das lief okay. Ich würd sagen, ich mache so lange mit dem Deck weiter, bis ich verliere, dann dürft ihr ändern. Weil irgendwie habe ich gerade Bock auf das Deck, sorry. Irgendwie habe ich gerade Bock drauf. Weil das war, ich meine, wir hatten, glaube ich, das Glück, dass wir am Anfang relativ viel Freiraum bekommen haben von unserem Gegner. Aber war blau ein Fehler? Ja, könnte man sagen. Vielleicht war blau ein Fehler. Nur wegen, obwohl dieses Karten übernehmen hat es eigentlich schon, hat uns schon das Spiel gewonnen, oder? Diese Saga zu übernehmen war schon der Schlüsselmoment. Jetzt bitte Lotus und Mox rein. Okay, zu spät leider, machen wir gleich. Wir müssen ihn kennen in Burgur. Pena Burgur. Irgendwie klappt das mit Rot nicht so gut. Aber hier können wir uns Rot holen. Haben wir schon mal alle 3 Karten, alle 3 Farben drin. Ich würde sagen, Molto Bene. Ja, das braucht 2 Blau. Ist die Frage, ob wir jetzt das direkt als Rot einpreisen sollen. Uiuiui, was machen wir jetzt? Ebene und dann die. Weil wir brauchen ja gerade kein Rot. Oder die getappt. Ach du meine Güte, das ist der schwerste erste Zug meines Lebens. Je ne le sais pas. Aha, aha, aha. Ja, das werden wir noch ins Exil schicken, wenn der zu krass wird. Jetzt haben wir gar nichts ausgewählt wird, ne? Ach, man musste schon festlegen, wenn sie ins Spiel kommt. Na gut. Was hätte ich anders machen sollen eigentlich? Ach, ich hasse diese Scheißkarte so fucking sehr einfach. Ich hasse diesen Vampir. Auf der anderen Seite gibt er sein ganzes Mana aus. Ja, okay. Ja. Okay. Ah, das war dieser Zug jetzt. Kein Wort. Kann nicht nötig. Nicht nötig. Nicht nötig. So, rätselhaftes Ende oder banales? Das ist, auch wenn es banal ist, aber ich glaube, ich baller erst ihn um. Nein. Wenn da steht, Fähigkeit aktivieren, dann klicke ich ja noch drauf. Mensch, ich bin auch noch ein Mensch. Ja, sehe, dann klicke ich ja drauf. Hör auf. Buffy nicht hoch. Hör auf. Hör auf. Ich hasse ihn so sehr. Warum in einem Set, wo uralte Karten aus 1904 drin sind, warum muss da auch noch der Depp drin sein? Gott, wie ich den hasse, ey. Ich ihn hasse, diese Scheißkarte.
Fall zwei Ritter. Gefangen im Turm. Ah, bis zum Ende des... Warum hat der mit einer Marke... Der hat 1, 2, also 2, 3. Ja, das ergibt Sinn, Mathe. Oh, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Okay, gefangen im Turm, muss ich den wegseppen? Nicht unbedingt eigentlich, ne? Ja, okay, doch, doch. Ich kann mit Elsbeth kann ich ihn buffen. Frage ist, was ich mir jetzt holen soll. Blau. Ah, das war auch nicht ideal. Sorry, ich hätte die erst ausspielen können, um dann das farblose Mana zu verwenden. Okay, sorry. Sorry, diese Selbstzerstörung hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Ich versuche wieder die Kurve zu kriegen. Gegen Rot, Schwarz, Grün. Das ist ja noch ein langer Weg vor dir, mein Freund. Das ist aber kein gut gepflegter Friedhof. Naja, da kommen wir eh nicht hin. Ich weiß noch nicht, ob ich den für Rot oder Blau nehmen soll. Ich glaube, ich lasse den jetzt erstmal so. Warum können wir Elsbeth nicht spielen? Wir haben doch zwei weiße Mana und zwei farblose Mana. Wieso können wir die nicht spielen? Ach, der erzeugt kein Mana. Ich bin komplett bescheuert. Sorry, ich bin komplett dumm. Ist das überhaupt der beste Zug gerade? Weil das ist auch ein Ritter, ne? Denken wir uns das mal. Das ist auch ein Ritter. Das heißt, wenn wir den jetzt übernehmen... haben wir zwei, drei, beide würden gebufft. Ich kann ihn aber nicht buffen, weil ich das schwarzes Mana dafür brauche. Was bringt uns Elsie? Wir haben keinen dicken Friedhof. Ne? Schnell, schnell, schnell! Alter, diese Zeit immer! Mann! Oh Leute, ihr seht, ich bin völlig mit den Nerven am Ende. Okay. Jetzt Konzentration. Ich kann gleich beide hochbuffen. Beide werden von dem eh gebufft. Und dann kann ich richtig viel Schaden machen. Ich habe die Karte falsch verstanden. Ich habe die mit Fabled Passage verwechselt, die ja auch ein farbloses Mana gibt. Wenn sie noch nicht eingelöst wurde. Aha, jetzt muss ich überlegen. Genialer Zug, was? Pena Burguer. Mein alter Ernstfeind. Pena Burguer! So sehen wir uns wieder. 12 zu 20, ja. So, jetzt muss er nachdenken. Was macht er jetzt? Mein Friedhof ist sehr leer. Der hat einen Todeshunger und nichts ist übrig als so ein kleiner Scheiblettenkäse. So ein kleiner, angefingerter Scheiblettenkäse. Okay. Oh, vor allem, die müssen jetzt alle angreifen, ne, im nächsten Zug. Oh Gott, habe ich das bedacht? Habe ich daran gedacht? Also, wir machen jetzt erstmal... Ich halte mir den in der Hinterhand. Vor allem, warte mal, bin ich nicht eigentlich richtig dumm? Weil, wenn ich dem jetzt ganz viele Marken gebe, dann geht der ja wieder zurück und nimmt die ganzen Marken mit, oder? Ich bin nicht so clever, wie ich das gerne hätte, wie ich das mir in meinem Kopf so vorstelle.
Na, immerhin muss er jetzt angreifen und ich kann ihn totblocken. Nee, kann ich gar nicht. Weil der mich davor kaputt macht. Wenn er das checkt, falls er Crone War checkt, checkt er Crone War oder nicht? Oh, Pena Buerga. Pena Burgur, checkt er Crone War oder nicht? Weil wenn er es checkt, dann müsste er noch meinen Ritter kaputt machen. Oh, ich weiß nicht, ob er es rafft. Pena Buerga, Burgur. Wie oft in der Geschichte von Magic schon Spieler am Tisch saßen und sagen, bitte sei dumm, bitte, 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 bitte sei dumm einfach, bitte sei einfach dumm, sei so richtig dumm gerade, bitte. Oh, ist er dumm? Ui! Ich glaube, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte einen Goblin geopfert. Ich will jetzt aber auch nicht über seine Karte hovern, um nachzulesen, was es genau ist, weil das ist sonst ein Tipp für ihn. Nein, fuck, genau so macht das. Scheiße. Pena Burgur, er ist einfach, er ist klug. Er ist klug. Und jetzt gebe ich ihm, ah, das war komplett bescheuert. Geil. Na. Shit. Es wird alles immer schlimmer. Naja, aber die kann schon irgendwann escapen. So, was ist jetzt wichtiger? Was ist jetzt Primäreffekt und was ist Sekundäreffekt? Um einfach mal Wörter zu sagen. Komm, wir buffen den hoch! Geht nicht! Weil wir zu dumm sind, um uns für eine Farbe zu entscheiden. Ach Gott, ich mach's mir aber auch selber schwerer als nötig. Ich würde sagen, wir machen das noch nicht. Das machen wir jetzt aber. Aber für weiß oder für blau? Für blau. Oh, so viele Fehler, Freunde. Ich hoffe, ihr habt die Blutdruckmedizin genommen. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gesagt, schmeißt eine Tablette ein. Wenn ihr es nicht gemacht habt, wenn ihr da jetzt nicht komplett mit Valium zu Hause liegt, dann ist das nicht mein Problem. Vier andere. Ach, das kriegen wir hin. Das kriegen wir escaped. Elspeth, wir holen dich da raus. Ach komm. Muss das jetzt sein? Ja, fuck. Ja, das war jetzt ungünst. Das war's. Okay, das war nix. Da war viel falsch. Leute, entspannt euch im Chat. Alles gut. Entspannt euch. Alles okay. Jeder macht Fehler. Alles in Ordnung. Ganz entspannt. Wir brauchen jetzt konstruktive Vorschläge. Wir müssen jetzt gucken, was sollen wir ändern. Also, es hieß vorhin, wir sollen reintun Nyx Lotus und Mox. Erzeuge einen Mann einer beliebigen Farbe einer legendären Kreatur, die den du kontrollierst. Ach wirklich? Das soll er machen? Einfach was rein, was raus. Ganz, also so allgemeine Sachen bringen mir gar nicht viel. Bernstein-Mox rein und dann hatten wir noch, obwohl ich mir da gar nicht sicher bin, ehrlich gesagt, legendären Kreatur oder einen legendären Planeswalker. Das heißt, der macht ja mein. Naja, wohl, der kostet halt auch nur 0 Mana. Ne? Das ist auch nicht so mega viel. Nyx Lotus. Aber jetzt im Ernst, ist das gut? Hingabe? Ich habe doch so viele verschiedene Farben. Damit kriege ich doch in der Regel nicht mehr als 2 Mana. Ist das wirklich gut? Mox wegen den Planeswalker ist Free Mana, aber Lotus fällt sicher. Was heißt sicher? Rein, raus.
Drei Mana. Aber ich will doch viele verschiedene Mana haben eigentlich. Wie hilft mir das, ehrlich gesagt? Blauäugiger Drache rein. Ah, das ist ein Gag, glaube ich, oder? Das ist aus Yu-Gi-Oh! Okay. In Bolas Fang. Schatzkarte für In Bolas Fang. Okay. So, sollen wir das für Länder raustun oder die einfach zusätzlich nehmen? Was soll raus? Lotusfeld ist wirklich unnötig. Bitte nicht einfach nur Lotusfeld schreiben. Rein, raus, sowas schreiben, bitte. Wenn ihr einfach nur eine Kartennamen schreibt, weiß ich nicht, was damit gemeint sein soll. Lotusfeld rein oder raus? So, ansonsten haben wir noch Gedankenstein. Ein Land. Welches Land? Bitte, schreib doch einfach genau einfach was raus. Lotusfeld raus. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir noch 41. Wir haben 6, 2, 6. Aber ich finde es erstmal spannend, dass niemand von euch sagt, blau komplett raus. Weil jetzt, wo wir nur noch eine einzige blaue Karte haben, wo in Bolas Hand, obwohl ich die Karte gut fand, ehrlich gesagt. Schade. Gedankenstein rein. Bitte nicht sowas wie Low Drop rausschreiben. Konkret welche Karte raus, sonst sitzen wir hier noch ewig. Gedankenstein rein. Okay. Wie viele Länder hast du? 6 Ebenen, 6 Gebirge, Insel, also das hier unten. Ich glaube, wir können die Leibwächterin rausnehmen. Seelenwächter. Vielleicht auch eigentlich, ne? Chandra haben wir auch noch, ne? Vielleicht tun wir den Reiter der Flammen raus, oder? Weil drei Rot sind echt krass, glaube ich. Vielleicht nehmen wir den raus. Bei Blau ist gerade 50-50. Die Hälfte schreibt raus, die Hälfte schreibt rein. Ich habe beide Chats offen hier. Ich habe beide Chats offen. Also macht euch da keine Gedanken. Aber es ist gerade ausgeglichen. Aber gut, dann nehmen wir Blau raus. So, dann brauchen wir jetzt noch 6-6. Dann machen wir auf 8-8. Okay, dann probieren wir es mit 8-8. Jetzt haben wir aber halt nur noch 9 Kreaturen. Ne? Brauchen wir jetzt wieder dieses Mox-Zeug? Wir haben zu viel. Sorry, wir haben. Ich muss da mal eingreifen. Wir haben zu viel Zeug. Wir brauchen ein bisschen. Ich glaube, wir nehmen dafür wieder so ein bisschen. Vielleicht nehmen wir diesen Spielstein-Typen rein. Vielleicht den rein. Blau sollte bleiben. Leute, ist es halt echt. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn halt die Hälfte des einen sagt, die Hälfte des anderen. Sorry. Wir nehmen noch den rein und probieren es mal. Okay, los geht's. Alles klar. Ansonsten, wir können ja danach gucken, ob wir es wieder reinnehmen. Es ist leider manchmal ein bisschen frustrierend, weil ihr seid extrem energisch, aber ihr widersprecht euch halt gegenseitig. Das heißt, ihr müsst auch gar nicht so viele Ausrufezeichen und oh mein Gott, wie kann man nur. Es reicht doch, wenn ihr einfach schreibt, das rein, das raus. Das hilft mir am meisten. Mox raus, jetzt wenn du kein Blau spielst, ja. Vielleicht Grün rein. Welche Karten genau? Aber wir probieren es mal. Es ist wirklich, ich habe nicht den Anspruch, dass es das perfekte Deck ist. Ich will nur einfach eine Chance haben, ein vernünftiges Spiel zu spielen. Always kill, never die. Alles klar. Okay, jetzt wissen wir mal, mit wem wir es hier zu tun haben.
Always kill, never die. Never say die. So, soll der ist der Rehabilitierte mittlerweile rehabilitiert? Und weiß es nicht genau. Tja. Drei Mana kostet der Spaß. Ponk. Zu beenden. Drei Schaden und Exil. Alles klar. Oh, blau-weiß. Überfall kommt mit einer 1-1-Marke ins Spiel. Falls du in diesem Zug mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast, hat er nicht. Sollen wir die direkt wegzappen? Naja, der fliegt, ne? Ja, muss weg. Dann können wir nämlich jetzt schon einen erzeugen. Aber dafür müssen wir ihn tappen. Also angreifen oder erzeugen. Dann würde ich sagen, lieber erzeugen. Ah! Elfkrieger. So, wir haben drei Mana. Schäfer der Herde, bringe eine Karte zurück. Gefangen im Turm, Gedankenstein. Dann haben wir vier Mana. Können wir da schon was spielen? Den noch nicht. Ach, aber ich glaube, das ist okay. So, jetzt haben wir vier Mana, das heißt, wir können den schon spielen. Kreaturen haben Bedrohlichkeit. Oh, Triple. Esper. Schwarz, weiß, blau. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut, Leute. Okay, aber, also bis jetzt hat er noch nicht viel ausgespielt. Das heißt, dass er wahrscheinlich viel krasses Zeug hat. Mal gucken. Diese Woche gar kein Baba is you. Ja, es stimmt leider. Diese Woche kein Baba. Oder sollen wir eine Karte ziehen mit einer Chance auf ein Land? Was natürlich insgesamt besser wäre. Aber ich glaube, so haben wir safe jetzt schon mal was. Ah, cool, dann können wir das... Ah, jetzt verstehe ich schon, wie das funktioniert. Aufmarsch 2. Und für 6 Mana. Bernstein-Mox. Ich weiß, dass ich es in der falschen Reihenfolge mache. Bitte regt euch da nicht zu sehr auf. Ich muss selber ein bisschen gucken, dass ich das nichts falsch mache, weil es alles Karten sind, die ich nicht so gut kenne. Deswegen ganz entspannt. So, Schäfer der Herde. Was ist eigentlich ein gutes Ziel für Schäfer der Herde? Der Planeswalker, ne? Wenn wir den zurücknehmen nach dem nächsten Zug, dann können wir ihn nochmal aktivieren. Das wäre eigentlich eine coole Kombination. Genau, kein Baba is you. Nächste Woche wieder dafür. Heute noch Mini Motorways und natürlich Creepjack. So, ich glaube, das ist eine gute Idee, den zu aktivieren und ihn... um ihn dann zurückzuholen. Gegen Always Kill, Never Die. Ne? Bis jetzt hast du noch nicht so viel gekillt, aber gut. Er ist auch noch nicht gestorben, also das Versprechen ist relativ solide bis jetzt. Was hat der auf der Hand, dass er es mit 5 Mana allen 3 Farben nicht ausspielen kann? Was kommt jetzt hier? Was kommt jetzt hier? Was kommt hier? So, für den brauchen wir 6 Mana. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir eine Karte ziehen... können wir vielleicht alle Kreaturen verdoppeln? Das ist schon geil. Naja, gut, dann kriegen wir 2 Kreaturen insgesamt. Naja, kriegen wir sogar 3, wenn wir das davor nochmal machen. Wäre schon geil. Umpfiffige Ziffer natürlich, ist klar. Da seid ihr ja donnerstags mittlerweile dran gewöhnt. Oh, Timeout! Schicke eine bleibende Karte in der Wahl ins Exil. Okay, das wird dann wahrscheinlich der... Oh! Nein, wir ziehen ihn zurück. Wir sind so clever. Wir sind so clever. Yes. Ja, hat geklappt. Gut. Okay, was machen wir? Riesen Tutor, Angrat. Ajani.
Ah, der ist auch legendär. Geil. Das heißt, wir haben jetzt sogar grünes Mana. Okay, Freunde, wir haben sogar grünes Mana mittlerweile. Was ist wichtiger? Ajani, beide erzeugen Spielsteine. Wir haben momentan keine Möglichkeit, Lebenspunkte zu bekommen. Außer durch Ajani selbst. Was ist hier die beste Reihenfolge? Erst den, dann alle kopieren, dann Ajani. Ach, ich mach den nochmal. Ach nee, stimmt, ich habe Aufmarsch falsch verstanden. Wie Fähigkeit aktivieren, was soll das bedeuten? Wie Fähigkeit, ach, der hat nur eine. Ach, deswegen geht's, hat man nicht die klassische Auswahl. Der erzeugt ja gar nicht immer einen 2-2er dazu, sondern macht den stärker. Die alte Magic-Frage, was ist besser? 2-2-2er oder ein 4-4er? Und die klassische Magic-Antwort, wie immer, kommt drauf an. Feliz Navidad. Wenn der Feliz kein Spiel kommt, tappe eine... Enttappt nicht, okay. Sagen wir machen das mal direkt. Holen uns weiß. Mit Ajani Lebenspunkte oder erzeuge einen Katzenmann. Oder Riesentöter oder gefangen im Turm. Weil der 3-3 Flieger bedroht schon unsere Planeswalker Renos. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Das heißt, wir haben das plus 3. Dann wäre Ajani sofort tot, ne? Das bringt nicht viel. Ach, nicht fliegend! Nicht fliegend. Bedrohlich. Er kann eh nicht blocken. Ja, wir verlieren jetzt unseren Planeswalker. Was nicht ideal ist. Wäre geil, wenn die den noch buffen können, irgendwie. So, jetzt kriegt er auch Ritter. Wie lang ist der noch? Der ist halt nicht ewig lang, ne? Ach, solange der im Spiel ist. Ach du Scheiße, okay. So, was ist jetzt der beste Deal? Wir können jetzt unsere Tokens kopieren, was natürlich krass ist, weil wir den auch kopieren und der da nicht getappt ist. Die Frage ist, ob wir davor noch... Ja, wir können es jetzt hier jede Runde machen. Ne? Wir können jede Runde alle unsere Tokens kopieren. Dann halt, wir kriegen jede Runde zwei Kreaturen dazu. Ja, jede Runde ein 6-6er ist schon gut, oder? Also das ist, da bin ich jetzt auch hoffentlich nicht überfragt. Ich weiß, dass wir das alles auch im gegnerischen Zug machen können. Ich weiß, bitte. Warum wird der nicht kopiert? Spielsteinkreatur? Hä? Erzeuge für jeden Kreatur einen Spielstein, den du kontrollierst. Warum wurde der nicht kopiert? Was ist da los? Ja,
Erzeuge für jeden Kreaturspielstein, den du kontrollierst, einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist. Come on. Er ist eine 0-0. Ah, er wird ohne Marken kopiert. Ah, jetzt geil. Verstehe. Ach ja, ja. Weil er ohne Marken kopiert wird. Aha, okay, cool. Verstehe. Ja, krass. Ah, verdammt. Da war mein Plan nicht so genial. Naja, aber ab jetzt haben wir Ajani und wir können den Geist jede Runde tappen. Von daher brauchen wir uns keine Sorgen, um Ajani zu machen. Und dann werden seine, werden ja kopiert und dann, glaube ich, klappt's. Dann, glaube ich, haben wir eine gute Möglichkeit. Wir haben auch noch einen gefangen im Turm. So, mein Freund, was hast du vor? Always kill, never die. Was geht da heute noch bei dir so? What's the deal? Ich krieg den halt nicht kaputt, ne? Den krieg ich nicht kaputt, niemals. Außer mit meinem roten, mach 3 Schaden und schick ins Verlies, den ich schon hab. Brennendes Drachenfeuer. Ach du Scheiße, oh nein. Oh nein, Geister! Secrets manifest before you. Okay. Jetzt schlau sein. Wie viel Mana haben wir? Wir haben 7 Mana. Das heißt, wir können Ajani spielen und den immer tappen. Aber der fliegt ja gar nicht, ne? Das ist zwar ein Geist, aber der fliegt nicht. Okay, gut. Dann machen wir das. Warte mal. Weil du mindestens 15 mehr hast als deine Startlebenspunkte. Ach komm. So, jetzt müssen wir das machen. So, den müssen wir tappen. So, jetzt nächster Zug. Wir kopieren alle Tokens und holen uns Lebenspunkte. Dann kriegen wir viele Lebenspunkte und alle Tokens werden hochgebufft. Also was ist bei ihm eigentlich los? Das ist erstmal eine Kreatur, ne? Das ist kein Planeswalker. Ach du Scheiße, das sind jetzt alles Engel. Die fliegen! Oh nein! Oh, ich hab nichts gegen Flieger. Natürlich jetzt fies, meine Tokens opfern zu müssen. Weil ich hier halt alles schön kopieren könnte. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe gegen diese Kombination habe ich keine Chance. Jede Runde ein 4-4er Flieger. Kriege ich nicht hin. Das wird nichts mehr. Okay, aber greift nicht an, immerhin. So, der Zug ist jetzt alles. Der Zug ist jetzt wirklich super wichtig. Schritt 1. So, was ist jetzt wichtig? Den ersten Token machen oder heilen, dass die alle hochgeheilt werden? Tokens kopieren. Ja, ist halt die Frage, will ich doppelt. Naja, es ist besser, doppelt so viele zu haben, ne? Gerade weil 3-3 und 2-2. Auf der anderen Seite kriege ich dann auch viele Lebenspunkte, ne? Erst kopieren, dann holen, Lebenspunkte holen. Dann habe ich 1, 2, 3, 6, 7 Lebenspunkte.
Ich glaube, ich mache das eher so. Aber es könnte auch völlig falsch sein. So. Er will mit dem halt auch blocken, um die Karte zu kriegen, ne? Ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das spielen soll. Ich habe nichts gegen Flieger. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ah, schwierig. Ich habe das Gefühl, das bringt mir alles nichts. Ja, ich habe nichts gegen Flieger. Da ist gefangen im Turm nicht ideal. Ich kann immer nur tappen. Scheiße, das war's, GG. Ich sehe nicht, wie ich da rauskommen soll, jemals. Er kriegt jede Runde einen 4-4 Flieger. Und ich kann nichts dagegen tun. Auf der anderen Seite kann ich halt immer wieder meine Sachen verdoppeln. Warte mal, angenommen, ich verdoppel jetzt alles nochmal. Dann habe ich 1, 2, 12 Kreaturen. Wenn ich mit allen angreife, blockt er 4. Also lässt er 8 durch. Aber dürfen die direkt angreifen, wenn ich die kopiere? Ja, eine Kopie, ne? Die ist ja dann... Nee, die haben dieses Sickness. Ich raff's nicht, sorry. Entschuldigung, sind Dinge, die ich einfach nicht weiß, ob das Kopieren genauso ist wie aus der Hand spielen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt irgendwie... Sorry, ich kann... Aber okay. Ich muss irgendwas jetzt mit gefangen im Turm, glaube ich. Auf der anderen Seite... Wenn ich einfach alles, wenn ich einfach mit allem angreife und noch eins gefangen im Turm mache, vielleicht mache ich dann genug Schaden insgesamt. Puh, schwierig, ich weiß nicht genau, wie ich das spielen soll. Er könnte jetzt den einfach zerstören, ne? Aber ich glaube, dann hätte ich auch gewonnen. Ist halt die Frage, ab wann ich neue Kreaturen ausspiele und ab wann ich einfach immer nur verdoppel. Ah, dieser Riesentöter ist so fucking gut einfach. Ich liebe den. Ach, scheiße. Warte mal, wie viele blockende Kreaturen hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 8, 12. Da gehen nur 6 durch. Vielleicht reicht das ja. Wenn ich noch einen Phönix spiele, mit allem angreife einfach. Ein Phönix, einen gefangen im Turm. Oh nein, er darf noch einen stunnen, aber... Aber dann wird der wieder enttappt, ne? Oh, das war, glaube ich, gut für mich. Ich verzauber sie, spiel Phönix und greife mit allem an. Die Frage ist, was ist wichtiger, Phönix plus 2 zu geben oder das wegzutappen?
Ich glaube, die wegzudöseln ist wichtiger. Kann nicht angreifen, blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht. Das ist schon mal gut. Zehn Angreifer. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube, wir können die Fähigkeit auch noch aktivieren, falls er das durchlässt. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt müssen wir einfach gucken. Aber ich glaube, es könnte schon funktionieren irgendwie. Momentan lässt er 10 Schaden durch. Acht Schaden lässt er durch. Hier müssen wir auf jeden Fall die Fähigkeit noch aktivieren, damit der kaputt geht. Zehn Schaden lässt er durch. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich weiß es auch nicht genau, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt machen würde. Weiter zum Schaden. Kann ich das hier noch aktivieren oder nee? Nice! Ich habe komplett ab der Hälfte des Spiels komplett den Überblick verloren, aber es hat noch einigermaßen geklappt. Huh. Okay, dieser Token Master hat uns auf jeden Fall. Komm, wir spielen direkt noch eins. Dieser Token Master hat uns auf jeden Fall das Spiel gerettet. Alles klar. Los geht's. Tja, always kill, never die. Cornel. Seelenwächter. Ja, Chandra ist am Start. Yes. Okay. Sollen wir sie direkt spielen? Warum nicht? So, wir haben ihn. Eile Mentor. Nicht Kampfschaden. Okay, verstehe. Nicht Kampfschaden. Von allen anderen wird verhindert. Okay. Falls du 6 oder mehr Länder kontrollierst. Das ist was für später, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool. Ponk. Sollen wir den jetzt schon spielen? Nee, später. Der ist zu leicht zu removen. Den spielen wir wirklich erst, wenn wir uns sicher sein können, dass wir was kontrollieren. Dass wir was erzeugen. Aber dann kriegen wir jedes. Okay. Na, jetzt darf er was abwerfen. Sollen wir sie retten? Nein. Okay, rot. Rot ist wichtiger. Wenn er uns jetzt ein Land abwirft, dann lieber weiß, weil für Chandra brauchen wir 2 rot. Jetzt haben wir zwar keinen Mentor-Effekt hier, aber immerhin schon mal Eile. Wenn eine Kreatur noch ein Land. Na, dann ist der Crown War wohl weg. Schade. Ah nee, Planeswalker. Spannend. A Crone War oder Chandra? Nein, Chandra! Aber wir hätten sie eh nie ausspielen können. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, 6 Mana hätte ich eh nicht geschafft. Okay, es wird Orzhov von Cornel. Colonel Orzhov. What's the big idea?
Cool. Ja. Ach, aber ich würde sagen, momentan läuft es nicht schlecht. Ich meine, wenn wir es tatsächlich hinkriegen, 6 oder mehr Länder kontrollierst, ja. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Wäre das was für unser Beetlehenge? Er ist halt sehr leicht zu removal, ne? Ich meine. Aber auf der anderen Seite. Okay, wir machen einfach nichts. Okay, bin ich dabei. Er weiß ja, dass ich eine Crown War habe, ne? Das heißt, er wird wahrscheinlich Hemmungen haben, seine krasseste Karte zu spielen. Aber gut. Vielleicht kriegen wir bald einen ganzen Haufen Drachen. Wer weiß. Wetterlicht. Bemannen. Meine Lieblingsfähigkeit in ganz Magic. Bemannen. So. Okay, wir haben 6 Länder. So, jetzt kommt genau der Teil dieser Karte, der natürlich das Spannende ist. Kriegt man es hin, dass die Karte bis zum nächsten Versorgungssegment überlebt? Ich meine, er ist weiß, er hat Banishing Light, er hat Schwarz, er hat alles. Ich kann ihn zwar retten, ich kann ihn retten. Das ist geil. Ja, ist geil. Ja, machen wir. Ich kann ihn mit Schärfe retten. Genial, also manchmal diese Kombination, diese Kombination. Brillant. Flicker wäre halt genial, weil dann könnten wir ihn retten und kriegen den Effekt auch noch in der nächsten Zug. Wir können sogar mit WDG schützen. Dann bleibt er sogar im Spiel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was jetzt passiert. Was geschieht jetzt? Wir haben, auf der einen Seite haben wir ein bemannbares Wetterlicht. Immer wenn die Wetterlicht einem Spieler Kampfschaden zufügt, schaust du die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine historische Karte. Engel! Nö, keine Engel. Nice! Aber er hat keinen Mana. Oh, jetzt wird bemannt. Mit Mann 3, das heißt, die Mannschaft muss insgesamt eine Stärke von 3 oder mehr haben. Okay, jetzt wird bemannt, Freunde, jetzt geht's los. Okay. Hey, da kann ich nichts machen. Darf er sich eine historische Karte aussuchen? Aber bleibt jetzt eine Kreatur? Kann ich die jetzt übernehmen? Oder ist das jetzt eher so ein... Muss man die jede Runde neu bemannen? Ich krieg Drachen einfach so... So, jetzt stopp. Arret. Über eine Kreatur deiner Wahl. Das ist keine Kreatur. Es ist ein fliegendes Artefakt. Und es wird selbst im bemannten Zustand nie zu einer Kreatur, nehme ich mal an. Ne? Das heißt, mit der Crown War können wir gar nichts machen. Was wir allerdings machen können, ist einfach weiter Drachen erzeugen, solange bis wir ganz, ganz... ganz, ganz viele Drachen haben. Das ist mein Plan. Auf der anderen Seite hat er jetzt halt, na gut, Drache gegen Wetterlicht ist, glaube ich, ein einseitiges Ding. Können wir wirklich dieses Spiel gewinnen? Einfach nur dadurch, dass wir den Drachenmeister schützen? Lohnt sich jetzt hier ein WDG? Yeah.
Ich würde sagen ja, weil der hat keinen Removal. Hätte er einen Removal, hätte er es gerade eben gespielt. Oder? 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 Vielleicht mache ich es auch gerade falsch. Ist, bedeutet Schutz das, was ich meine? Oder ist Schutz nur Schaden? Nee, okay. Puh. Da hatte ich nämlich schon mal so ein Ding. Okay. Ah, aber die ist nicht weiß, ne? Das heißt, selbst Schutz vor Weiß hilft jetzt nicht gegen die, aber gegen die. Na, okay, ist doch ganz geil. Ist doch ein ganz netter Doppeleffekt, oder? Ein klassischer Two-for-One. Wie der Magic-Spieler von gestern sagte, von 2011. Wo diese Karten alle gedruckt wurden, 19. Was ist das denn für ein Effekt? Damals gab es einfach nur noch ganz normale geometrische Formen als Set-Icons. Erhalten alle unzerstörbar. Okay. Das ist eine Menge Schaden. Aber er darf nur mit 3 angreifen. Das heißt, es kommt nur 9 Schaden durch. Greift gar nicht an. Okay, Cornel, jetzt wirst du merkwürdig. So habe ich dich nicht kennengelernt. Soll ich den Prinz übernehmen? Weil wenn wir jetzt halt mit... wir greifen immer mit einem an und dann... Das passt schon. Ich glaube, der Drachenplan war ein guter Plan am Ende des Tages. Kann ich einen Pamp einfach haben, ganz kurz mal? Pamp! Hey Leute, kein Grund, unseren Gegner zu beschimpfen. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Fehler gemacht. Passiert jedem mal. Kurz falsch gedacht, falsch Karte gelesen. Alles in Ordnung. Alles gut. So. Na, der hat jetzt keinen. Also, ist halt echt schwer, ne, wenn du den. Oh mein Gott. Also, zerstöre eine Kreatur, dann verzauern. Gut, den kann ich nicht zurückholen, von daher muss ich das so durchgehen lassen. Aber meiner Meinung nach wäre es nicht klüger, den zu zerstören. Aber den würde ich halt holen. Ne? Er weiß, dass ich einen Schärfer habe. Von daher, eigentlich gar nicht so doof. Er versucht jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben. Mal gucken. So, es wird bemannt. Dim, 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 dim. Es wird bemannt. Das ist eine einzige Chance, die es noch hat. Bemannen. Und dann schön angreifen. Ich kann nicht blocken. Er kriegt eine historische Karte, was auch immer genau das ist. Okay. Oh shit, wir kriegen richtig viel Schaden, oder? 4 plus 12. Müssen wir mit dem blocken? Nee, das können wir nicht machen. Aber wir können ihn noch opfern. Ich glaube, wir haben verloren. So gut sieht das nicht aus, Freunde. Also, nicht zu früh den Gegner beschimpfen. Es kann alles noch sich drehen. Ich glaube, dass wir da nicht mehr rauskommen. Wer hätte gedacht, dass ein Haufen Drachen nicht reicht, um ein Spiel zu gewinnen? Okay, das habe ich jetzt auch komplett verpasst.
Unser Gegner hat 5 Kreaturen. Wir haben 2. Wenn wir eine übernehmen, haben wir 3 und er hat 4. Dann müssen wir ihn sterben lassen. Nee, er hat sogar den Prinz noch. Oh, ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen, ehrlich gesagt. Ich meine, wir können natürlich mit Schäfer, können wir immer noch den retten. Aber wie viel Mana haben wir? Schreibt da bitte einfach eine Zahl hin. 8 Mana. Das heißt, wir können nicht beides spielen. Was ist wichtiger? Crone War. Ich glaube, Crone War ist hier wichtiger. Ich glaube, wir können jetzt nicht angreifen, ehrlich gesagt. Wir können nicht angreifen. Ich glaube, wir haben sogar einfach verloren, oder? Kann es sein? Ich glaube, ich muss den Schäfer ausspielen, so leid es mir tut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss den Schäfer ausspielen, oder kann ich ihn nicht mehr retten? Verzweifelte Zeiten. Den Sieg hast du verschenkt? Ja, komm vor. Ist okay. Kann ich mitleben. Hätte ich hier angreifen sollen oder wie? Aber ich hab doch nicht genug Schaden. Die haben ja alle Summon Sickness. Ich weiß es nicht. Wird mir bestimmt in den Kommentaren noch genau erklärt, warum ich das alles falsch gemacht habe. Aber ist okay. Ich habe es jetzt zumindest nicht gesehen. Aber ich glaube, so kann ich noch eine Runde überleben. Ich glaube, so geht's. Lies den Reiter. Ah, alle Eile. Okay, gut, danke. Hätte ich genug Mana gehabt? Ja, hätte ich auch gehabt. Okay, ja, kommt vor. So, ich glaube, wir sind jetzt zeitlich drüber, leider. Ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch, oder? Haben wir noch die 5 Minuten? Ja, wunderbar. Ah, jeder Spieler opfert 2 Kreaturen. Fuck, Alter. Oh, I do love a good death whale. Ah, ich glaube, dann haben wir jetzt gewonnen, oder? Ich kann das immer nicht sehen. Schreib doch da bitte einfach eine Zahl hin, wie viele es sind. 4. Ja, dann haben wir, dann geht's. Okay, gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wir können noch ein Spiel weiterspielen. Sollen wir nochmal blau reinnehmen? Nee, ich glaube, es passt schon so, oder? Oder sollen wir noch ein bisschen was ändern? Wenn jetzt ganz klare, knackige Sachen aus dem Chat kommen, können wir vielleicht noch was ändern. Ansonsten machen wir so weiter. Hier ist nochmal das komplette Deck. Wir können es natürlich nochmal mit blau probieren. Mit Dreamtrawler, aber ich weiß es nicht. Aber Flieger sind halt schon echt stark. Fluchsichere Flieger ist schon echt the shit einfach. Muss man schon einfach sagen. Heute kein Baba is you. Gerne im Sendeplan einfach gucken. Kommt nächste Woche wieder. Nix Lotus.
Aber es stimmt schon, nur für Dream. Also wenn wir jetzt sagen Dreamtrawler und diesen Übernehmzauber für Blau, dann lohnt sich's, aber ansonsten nicht. Gut, alles klar, weiter geht's. Aber läuft doch okay, läuft doch okay. War doch ganz gut. Okay, das war Colonel. Auf der anderen Seite mit diesem dritte Farbe, irgendwann muss ich mich da rantasten. Beim letzten Mal hat es gut geklappt, aber es stimmt schon, wenn man nur eine Bomb hat sozusagen. Obwohl ich dieses übernehmende Karte für 7 Mana auch okay fand eigentlich, aber der Chat wollte es nicht. Aber okay, wir haben schon viele teure Karten, das stimmt schon. Ja, ganz ideal ist diese Starter nicht, ehrlich gesagt. Aber solange wir Mana haben, erfahrungsgemäß haben die Leute eher dicke, große Sachen. Von daher passt es schon, wenn man mal so ein bisschen eine Zeit lang nichts macht. Ist okay. Oh, rot-blau. It's a kind of magic. Trafalgarth. Guck mal, hier sind sie doch schon wieder alle dabei, unsere Leute. Okay. 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 Zu Beginn deines Versorgungszyklus zieht jeder Spieler eine Karte und verliert einen Lebenspunkt. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Interessant. Ja, ich glaube, das reicht schon, um uns zu besiegen, ne? Weil ich weiß nicht, wie wir da jetzt... Ach nee, doch, nee, geht. Da haben wir doch jetzt eine Lösung. Ja. Ja, scheiße. Keine Ahnung, was da jetzt noch passieren soll. Okay, weiter geht's. 4 Mana, alles ist drin, alles ist drin. Ajani stirbt instant. Na, obwohl, das hat der, plus 1 hat er immer, aber Fluchsicher hat er nur eine Runde lang, ne? Elspeth erzeugt 2-1-1er, kann sich also besser schützen als Ajani. Nehme ich mal lieber Elspeth. Ah, die ist bedrohlich. Stimmt, das heißt, sie kann eh nur von 2 geblockt werden. Gut. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Also Lektion, nur blau splashen für Counterspells. Jesus, was zur Hölle eigentlich. Ja, das... Vielleicht können wir ihn noch klauen. Aber ich sehe da keine Lösung mehr, ehrlich gesagt. Gut, wir machen noch das eine Spiel. Chat schreit nach Nils, kommt direkt im Anschluss. Ich habe es jetzt, weiß ich noch nicht ganz genau. Okay. Und dann war's das. Gut, okay. Ja, krass. Allein diese eine Kreatur, ne? War bedrohlich, 2 Schaden, jede Runde 1 Schaden, das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass. So, jetzt muss ich ganz kurz mit der Regie klären, ob Nils sich verspätet oder ob wir jetzt Schluss machen.
Nils kommt erst um 13.30 Uhr. Okay, gut, alles klar. Ich hatte vorhin gedacht um 13 Uhr. Okay, aber cool, dann können wir noch weitermachen. Okay. Rücken zur Wand. Angelis. Letzter. Vielleicht die letzte Chance. Naja. Auf der anderen Seite nicht viel Mana. Aber wir haben noch ziemlich viele Mana-Plus-Sachen drin. Die helfen uns vielleicht. Ist es eigentlich so gut, den so früh zu spielen? Ja, weiß ich nicht. Wir müssen ja nicht angreifen. Und in der Regel will der Gegner nicht unbedingt ein Ein-Mana-Ding removeln. Bernstein Mox, okay, alles klar. Scheint sich durchzusetzen. Orakel der Dunkelheit. Ja. Machen wir so. Und dann bei Benalis. Es läuft doch okay. Wäre natürlich cool, wenn wir die alle kopieren könnten, unsere Ritterspielsteine. Aber das glaube ich. Na gut, die sterben ja nicht, ne? Also vielleicht kriegen wir das ja hin sogar. Ich meine, das ist schon eine coole Kombination, ne? Banalis, der kopiert und sogar die Drachen. Wenn wir es schaffen, Drachen zu kopieren, das wäre natürlich mega krass. Das wäre richtig krass. Aber wir spielen gegen Weiß, von daher ist eh jede Hoffnung zwecklos. Den will ich noch nicht spielen. Wir können einen Token erzeugen. Die Frage ist, ob ich einen Token erzeugen soll und das dann zerstören soll. Du kannst die Karte in diesem Zug spielen. Wir haben in diesem Zug schon Land gespielt und hätten dann keinen Mana mehr für andere Sachen. Von daher lieber nicht. Los geht's. Bep, bep. So, 6 Mana braucht der, ne? So, gefangen im Turm. Ja, da machen wir schon eine Menge Schaden jetzt, ne? 8, 9, 10. Oh, ist das schon Lethal? Leute, Lethal lohnt sich. Bam! Bam! Schön weg, Bam! Kein Problem! Kein Problem! Angelis! Leute, das 4 Siege! Alter, wir brauchen nur noch eins im Homerun. Wir brauchen noch eins im Homerun. Wir sind ein Sieg entfernt vom Homerun. Mehr kann dieses Programm gar nicht verrechnen. Die Programmierer haben nie damit gerechnet, dass jemand mehr als 5 Siege kriegt. Okay. Homerun ist möglich. Homerun ist möglich. Mein erster Cube Sealed Draft. Ist es schon der Homerun? Ist es direkt der Homerun? Okay, los geht's. Alter, Riesentöter ist so unfassbar gut. Diese Karte ist so gut. Wahnsinn. Niam. Ist das mein erster Mulligan? Aber wie gesagt, viel Mana ist nicht schlecht. Wir haben gefangen im Turm für eine frühe Gefahr. Wir haben Riesentöter für eine späte große Gefahr. Wir haben Crone Wharf. Wir können durchhalten. Wir können durchhalten. Solange wir Mana ausspielen, ist okay. Wir haben ziemlich cooles Zeug. So, nun können wir sogar den Riesentöter selber ausspielen. Gegen Darin. Oh, bonjour, Madame. Tja, ist das so eine clevere Idee, den so früh auszuspielen? Je m'appelle. Auf der anderen Seite können wir auch gar nicht so viel dagegen tun. Ehrlich gesagt, gar nichts. Nichts. Außer mit A Crone War ihn angreifen lassen. Wow, holy moly, Kollege. Jetzt ganz ruhig mal. Ganz ruhig geblieben. Sollen wir angreifen? Er wird nicht blocken. Dann machen wir uns einfach gegenseitig jeweils 2 Schaden. Ähm.
Ja, dann ist das halt so. Trampel-Lebensverknüpfung, das ist natürlich schon eine fiese Kombination. Ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, eine einzige Karte im Deck, mit der ich den zerstören kann. Und das ist dieser Drachenfeuer-Odem-Gedöns. 2 Mana, 3 Schaden, Exil. Okay, Borosch gegen Borosch. Das ist das Finale, auf das sie alle gewartet haben. Oh, Taranika. Ja, 4 oder mehr ist halt schon eine Ansage, ne? 3 wäre manchmal besser. So, jetzt. A Crone War ist die Frage. A Crone War ist unsere Möglichkeit, den zu zerstören gerade. Die einzige Möglichkeit, die wir haben. Weil er muss angreifen und ist dann getappt und wird dann zerstört. Ja, ich glaube, Crone War machen wir, oder? Jetzt greife ich aber nicht an. Okay, damit, wenn er angreifen muss, ich auch die totblocken kann. Beziehungsweise ihn totblocken kann. Wir gucken mal, ob das klappt oder nicht. Aber ich muss natürlich seinen Drachenschaman zerstören. Aber er kann ja auch tappen, ne? Aber am Ende stirbt alles, was getappt ist. Ah, der zerstört sich nicht selbst. Okay. Mhm. So, jetzt müssen alle angreifen, ne? Das ist jetzt der Deal. Fangen im Turm auf den Riesen? Ich würde sagen, ja, oder? Oh nein, oh, ich habe es nicht gelesen. Oh, bitte, sei nicht zu schlimm. Bitte sei nicht zu schlimm, der Effekt. Bitte sei nicht zu schlimm. Jedem Gegner, okay, gut, Gegner. Okay, scheiß drauf, scheiß auf. Okay, sorry, dumm, Missplay, müsst ihr gar nicht schreiben. Alles gut. Weiter zum Kampf. So, jetzt muss ich angreifen, ne? Die den Gegner kontrolliert. Also, ich muss gar nicht angreifen. Okay. Die Frage ist, ob wir angreifen wollen. Enttappe eine andere Kreatur. Die hat Wachsamkeit, ne? Also, wir enttappen die. Ja, doch, doch. Machen wir schon. Oder ich hoffe, ich verstehe das jetzt richtig. Dann sind beide getappt, Wachsamkeit, er muss gleich mit allen angreifen, ich kann beide totblocken und wir haben ihn bloß. Ich glaube, so geht's, ne? Ey, Crone War, ich werde panisch, weil ich das alles nicht ganz verstehe. Es ist echt schwer, die Dynamik zu verstehen. Aber ich glaube, es klappt. Es ist ja eigentlich eher sowas wie ein Massenremoval eigentlich. Alle müssen angreifen, dann sind alle getappt und fügen sich alle... Also du hast eine große Kampfphase und danach werden alle zerstört, die gekämpft haben. Okay, aber wir haben seinen Schamanen unter Kontrolle. Fliegend. Ja, die Frage ist, ob er jetzt clever ist und noch einen tappt mit seinem Gesetzesruhenvollstrecker. Bevor er stirbt. Und die Frage ist, ob ich ihn... Nee. Nee, ist er nicht. Ich glaube, es wäre klüger, hier irgendwas von mir zu tappen, damit ich mich zerstöre. So, jetzt... Wir kriegen Taranika nicht tot geblockt, ne? Das wäre ja jetzt gut, damit sie stirbt, damit sie nicht wieder zu ihm zurückkehrt. Kriegen wir aber nicht hin. Aber so haben wir zumindest seinen Schaman los. Okay, cool.
Nice. Nice. Ja. Okay. Der Typ. Wir haben erst 5 Mana. Ja, die sind schon nicht ganz doof, ne? Das ist schon ganz cool, der Effekt. Getappt und angreifend. Ja, das wollen wir gar nicht bei den Sachen, die wir haben. Ja, ich glaube, das ist die einzige sinnvolle Aktion hier. Ist zwar jetzt ein klassisches Banishing Light, Tribunal, was auch immer, Gedöns-Ziel, aber 6-6 Trampel ist schon mal eine Ansage, ist schon mal nicht schlecht. Kann er auch momentan nicht totblocken mit Schattenspeer schonen. Aber wenn er einen Schattenspeer aktiviert, kommt unser Riesentöter ins Spiel. Das ist das Gute. Wenn er der zu einer 4-4 macht, greift und blockt in jedem Kampf, falls möglich. Okay. Coole Idee. 2 Mana 3-3, muss aber immer blocken und angreifen. Und Wachsamkeit ist schon nicht schlecht. Interessante Karten. Schon interessante Karten damals aus der Vergangenheit. Die Vergangenheit, die wusste schon, was sie macht. So, Schattenspeer. Wer kriegt den Schattenspeer? Nein! Oh, er ist nicht doof. Er ist nicht doof. Weiß er denn, dass ich einen Riesentöter habe? Nie, ne? Der macht das nur so... Ja gut, der will halt kostenlosen Lifelink schaden. Ja, leider ist die Situation echt nicht so gut für uns gerade, weil der blockt mich halt tot. Ich hab halt so ein Gesinde und einen Schäfer. Ich habe 2 Menschgesinde auf der Hand, die mir helfen können jetzt im Angriff. Ja, 3 Flieger Lifelink ist halt einfach langfristig GG leider. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich greife mit beiden an, aber das bringt 2 Schaden bringen mir nichts, wenn er halt jede Runde 3 Schaden macht und 3 Lifelink. Das ist halt egal. Scheiße. Ich muss beten, dass er den noch irgendwie bufft, damit er removed werden kann. Ich weiß nicht, ob ich angreifen soll, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Ich ziehe ihn dann ja bald wieder, ne? Uff, oh, Freunde, ey. Die greifen beiden an. Ich bin mir nicht sicher. So, soll noch jemand mit angreifen? Ist eigentlich bescheuert, oder? Obwohl 3-1. Ah, wenn er den blockt. Na, wenn er den blockt, dann kommt mein Schwein durch. Komm. Fuck it, Schäfer, jetzt du bist gefragt. Der denkt sich, ist nur ein Schäfer, ist ja lame. Ja. Soll ich machen? Oh, Lifelink-Flieger sind halt einfach super hart, einfach. Naja, aber gut. Wir ziehen ihn ja eh bald wieder. Kommt bald wieder. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Kollege. Wir sehen uns. Und wir haben eh bald Drachen so. Also alles okay. Alles cool. Alles cool. Kein Grund zur Panik. Los geht's. Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Ich meine, er hat in 4 Runden gewonnen, das ist ein Problem, ja. Aber wenn wir jetzt ein Land ziehen, dann... Ach, komm, ey. Wenn wir jetzt ein Land ziehen...
ziehen. Dann können wir einfach unseren Schamanen ausspielen. Der erzeugt uns einen Drachen und wir gewinnen das Spiel. Swap! Die Frage ist, ob wir auch noch Elsbeth ausspielen wollen. Problem, wenn wir Elsbeth ausspielen können, haben wir kein weißes Mana mehr für den Schäfer. Das heißt, wir können im Zweifelsfall den nicht beschützen, wenn was passiert. Und da ich sagen würde, dass unser Schamane eine wichtigere Gewinnbedingung gerade ist als Elsbeth, würde ich sagen, wir sparen uns das weiße Mana für den Schäfer, falls jetzt irgendwie ein Removal-Spell kommt oder sowas. Auch wenn er nur eine Karte auf der Hand hat. Und wir halt einfach fucking 5 Schaden kassieren, Mann. Scheiß Flieger immer. Wäre uns alles mit Dreamtrawler nicht passiert. Chat wollte sie rausschmeißen. Ja, die kennst du die Karte, ne? Die kennst du die Karte. Ja, aber das passt schon. Das passt schon. Er greift nur mit einem an. Okay, das ist gar nicht so schlecht für uns tatsächlich. Weil jetzt kriegen wir einen Dra. Dra. Ja. Ja. Tu es. Tu es. Tu es. Drachen. Aber wir haben leider immer noch nur 2 weißes Mana und ich will nicht. Sagen Sie, du hältst 5 Lebenspunkte dazu, ist halt auch keine schlechte Idee, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt genau die eine Karte zieht, mit der er diesen Drachenmeister removen kann? Leute, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Komm, Stochastik, 8. Klasse, jetzt mal ein bisschen. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Fuck it. Fuck it. Da wird jetzt nicht ein Remove kommen, Leute. Macht euch nicht lächerlich. Ja, ich hätte mit ihm angreifen können, ist völlig richtig. Stopp, 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 stopp. Kann ich es noch machen? Oh, ich hab's verpatzt. Verpasst. Wobei, wo bin ich gerade? Nee, wir sind noch vor dem Kampf. Yes. Katastrophe abgewendet. Und vielleicht blockt er ja. Wäre okay. Dann würde ich sagen, sí claro. Das sieht nicht schlecht aus! Das sieht nicht so schlecht aus! Oh, nein, Schäfer! Nein! Nein, genau hier hört's rum, mein Schäfer! Mein Schäfer! Aber er verliert den auch. Na, ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Niemals auf die Safety verzichten. Sicherheit geht vor. Immer. Nein! Stopp! Oh, ich bin tot fucking dumm! Der fliegt weg! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! War das dumm! Immer wenn man denkt, ey, es kann nicht noch dümmer werden, oder? Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Da geht schon noch was. Scheiße. Ah, fuck it. Ah ja, okay, alles halb so wild. Halb so wild. Wir haben genug. Ja, wir können sie escapen. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Passt schon. Dass wir das Schwein verworfen haben. Mann, ich check auch einfach immer nicht, was Zug genau bedeutet immer. In diesem Zug. Ja, ist eigentlich klar, was das bedeutet. Ich bin einfach dumm. Jedes Mal, dass ich diese Fähigkeit eingesetzt habe, war sie schlecht für mich. Misplay, Misplay, ja, ja, ja. Das ist mir schon klar. Das, glaube ich, habt ihr an meiner Reaktion schon ablesen können, dass mir das klar ist, dass das ein Misplay ist. Wollen wir was erzeugen? Ja. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Sorry, ich muss immer gucken, dass ich nicht zeitlich das nicht
Wir kriegen 2 Lebenspunkte. Wie er die einzelnen wegklickt einfach. Wollen wir schon langsam mal anfangen anzugreifen? Nein. Das blockt ja meinen Drachen tot. Das Einzige, was ich noch habe. Problem ist halt jetzt, dass ich meinen Drachen nicht sichern kann mit dem Schäfer. Und jetzt genau die eine Karte gezogen hat, die ihm hilft, den Drachen zu zerstören. Oh nein. Ach ja, das ist okay. Das ist nicht die Ajanis Vorhut. Passt schon. Passt schon. Ton ist weg. Okay, ich hab's weitergegeben. Chandra Mon Amour. Ja, 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 Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt. Füg jeder Nicht-Elementarwesen-Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Warte mal. 6. 1, 2, 3. Ich würde aber sagen, dass wir ihm erstmal minus 1 geben. Let's start at a sizzle and see if you make it to the inferno. Nice! Yes! Weil selbst wenn er mir jede Runde 2 Schaden macht, scheiß drauf. Und ich habe meinen Schäfer noch. Nice. Ja, kurzes Statement zu dem, was gerade passiert ist. Mein Internet ist weg, war weg. Ich hatte den Internetaussetzer, nichts ging mehr. Ich bin aus Magic geflogen, gerade in dem Moment, nachdem ich das Chandra-Emblem gespielt habe. Der Sieg war mir sicher. Ich hätte von ihm alles zerstören können. Die hat 8 Lebenspunkte, er hat 2 Flieger, mein Drache hat alles geblockt. Ihr kennt die Szene, ihr wisst, was gerade passiert ist. Ich hätte ohne weiteres gewonnen. Der Homerun wäre mir sicher gewesen. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist jetzt komplett hier Verbindungsfehler, alles ist weg. Es ist die Katastrophe. Es ist die absolute Katastrophe gerade. Und jetzt glaube ich, bin ich wieder drin. Ach komm, aber das letzte Spiel haben wir verloren. Der Homerun war uns sicher. Ich weiß nicht, was da passiert ist, wer da seine Finger im Spiel hat, was Nils mit der ganzen Sache zu tun hat. Also das war wirklich mehr als verdächtig gerade, was da passiert ist. Und ich weiß gar nicht jetzt, was ich jetzt gewonnen habe gerade. Ich habe es nicht mehr gesehen. Mann, ey, das war's. Wir hatten. Ja, ich muss jetzt Schluss machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Aber hier, doch, da sind wir. 4 Siege und 3 Niederlagen. Ihr wisst, dass das eine reine Lüge und Unterstellung ist, dass das nicht den Fakten entspricht. Flutet die Foren, Leute, flutet das Reddit, stellt es richtig, dass der Homerun mir sicher war. Das Spiel war so gut wie gewonnen. Wir holen das Preis ab. Oh, wir haben eine Menge Karten. Ich habe keine Ahnung, welche Karten ich jetzt kriege. Wir machen es schnell. Aber eine davon ist gelb. Oh, Schurkenhandschuhe aus dem Jahre 1919. Und der schnappende Segelrücken von Ixalan. Fantastisch. Und wir haben Paladin der Sühne. Geil, das ist doch wunderbar. Da ist doch für jeden was dabei. Fantastisch. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand mein Deck ganz cool. Aber also das hätte echt nicht sein müssen. Der Homerun war mir sicher. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß jetzt mit Nils, mit Prism Architect. Und nächste Woche sehen wir uns dann wahrscheinlich schon das neue Set an. Ikoria. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Haut rein, macht's gut. Schöne Woche. Wir sehen uns später noch für Mini Motorways, Creepjack natürlich und für pfiffige Ziffern. Haut rein, macht's gut. Ciao.